und herzlich willkommen hier zurück zur City Skylines in Neufriedheim. Mein Name ist der Ed, ich begrüße dich ganz herzlich in der fünften Staffel. Beim letzten Mal haben wir unter anderem dieses Gebiet hier neu aufgezogen. Da sind wir gerade dabei. Und ja, und wir haben auch bei der beim Universitätsgelände was gemacht. Nämlich dieses schicke Gebäude hier gesetzt, die Fakultät. Das läuft. Hier ist allerdings irgendwie so ein bisschen problematisch, was die Polizei angeht. Und das gefällt mir gerade gar nicht. Ja, hier hinten ist richtig... Nee, das ist Feuer. Das ist auch doof. Dann geben wir dir mal Feuerschutz. Und Polizei geben wir dir auch nochmal. Ja, hier in dem Gebiet kommt gar nichts. Ist das hier? Ein Geheimdienst. Oh, kostet 60.000. Sehr interessant. So, hier sind eine Menge Tote. Oh, hier ist Stau, ne? Hier ist richtig Stau. Ist übel. Echt übel. Man, da muss ich mal ganz kurz ran. Damit das hier vielleicht mal ein bisschen besser fließt. Ja, riesengroße Dings, das geht gar nicht. Hier ist ja ebenfalls eine Ampel. Das muss fließen, Freunde. Ist auf jeden Fall mächtig Betrieb. So, aber egal, wir wollen ja da hinten weiter gucken. Bei unserem anderen Gebiet. Bei unserem Startgebiet sozusagen. Da gehen wir heute mit den Parks und so weiter rein. Eventuell mal ein anderes Gebäude, ein größeres. Was haben wir denn da Feines? Das ist das. Statue des Wohlstands. Das wäre ja auch mal ganz heiß, ne? Hier mal so ein bisschen prollen. Meteoritenpark. Wäre auch eine geile Nummer. Dann hätten wir hier vorne auch mal richtig Druck. Und würde die nach oben pushen. Oh, dann kommt hier noch so ein Hellwig hin. So, mal ganz kurz geguckt. Ja, zack. So, das läuft. Ja, sieht doch schon ganz gut aus. Jetzt nochmal für Dove brauchen wir hier auch eine Verbindung. Ne? Wir bräuchten eigentlich auch eine Verbindung. Ich suche gerade, wo ist denn unser... Suche gerade unser... Hier hinten wär's. Müsste durch die ganze City fahren, das ist auch doof. Das ist auch doof. Aber wir müssen eigentlich. Machen wir auch. Aber vielleicht doch lieber unterirdisch. Pariser Metro. Das wir hier vielleicht nochmal. Kriegen wir den hier ran? Ne, kriegen wir nicht ran. Da würde es gehen. Dass wir wirklich anfangen mit. Nicht genügend Geld. Ich werde wahnsinnig. Es ist unglaublich. Ich habe gerade momentan volle Geschwindigkeiten am Laufen, damit wir schnell Geld bekommen. Ah, hier gehen die Gebäude nach oben. Sehr schön. Müll ist hier ein Problem. Okay, dann kriegen die jetzt hier Lärm 10. Noch eine eigene Müllversorgung. Klappt. Bin schon unterwegs. Gebäude brauchen sie wieder. Dann machen wir nochmal. Dann erfüllen wir den nochmal den Wunsch. So, gibt es hier nochmal ein paar Gebäude. Und ich würde wirklich gerne irgendwie Bürogebiete auch mal machen, aber da ist gerade keine Nachfrage irgendwie.
So, zack, bumm. Obwohl doch, jetzt wird hier sogar auch Bürogebiete. Sehr geil. Sehr schön. Jawohl, ja. So. U-Bahn. Danke, U-Bahn. Soll direkt hier... Ja, auf der Hauptstraße ein bisschen. Obwohl doch, eigentlich würde gehen. Und dann gehen wir hier hinten nochmal in die Straße. Nicht genügend Geld. Was kostet denn das Ding? 15.000. Na, die kriegen wir doch relativ schnell zusammen. Kommt, Leute. Die kriegen wir doch schnell zusammen. Dann ziehen wir hier eine U-Bahn-Linie durch. Und das sollte denn da hinten auch auf jeden Fall ordentlich Aufschwung geben. So, wie sieht's hier aus? In dem kleinen China-Distrikt. Little Chinatown. Das nennen wir auch mal anders. Little China Town. Passt, wackelt und hat Luft. So, 13.000 auf der Kante. 13, 9, 14. Gleich haben wir wieder genug Kohle für die nächste und letzte Haltestelle. So, jetzt müssen wir nur noch die Dinger verbinden. Das ist auch schon wieder eine Sache. Das kostet natürlich auch ordentlich Kohle. Ja, nicht genügend Geld. Kostet alleine 5.800. Himmelpopo und Kalore. So, dann bauen wir hier nochmal ein bisschen Verkaufsfläche auf. Wird auch dankend angenommen. Und natürlich wollen die Leute hier bei uns wohnen. Das heißt, wir geben ihnen Wohnfläche. Schön peu à peu. So, können wir jetzt ein bisschen was verbinden? Fragezeichen. Wir machen 7000 plus, das ist ordentlich. Das ist schon nicht ohne. Okay, das klappt auch. Und dann drehen wir das Ganze mal hier in so einem Bogen, glaube ich. Ungültige Form. Okay. Dann kannst du eigentlich wieder zurückfahren. So, dann geht's los. U-Bahn-Linienwerkzeug. Wir starten natürlich hier. Zack. Wir gehen natürlich... Haben wir da hinten noch eine? Nee. Doch, hier, ne? Ja, doch. Da noch eine. Da noch eine. Dann gehen wir nochmal hier hin und dann fahren wir dort. Alles klar, U-Bahn, Feuer frei. Und dann bin ich mal gespannt. Dann müsste es doch eigentlich hier gut abgehen. Theoretisch. Menge Tote hier. Warum eigentlich? Aber der Platz hier fügt sich ganz gut ein ins Gebiet. Das ist in Ordnung. Vielleicht noch ein bisschen parktechnisch irgendwie was ranbauen. Botanischer Garten wäre vielleicht auch noch ganz nett. Ja, das freut die Leute. Und einen japanischen Garten gibt es auch noch nebenbei. Gleich hier mal so mitten rein. Bam. In your face. In your face. So, steigt auf, Leute. Ihr müsst nach oben. Ja, sehr gut. Studentenjahre. Studenten. Minus 44. Ei, was ist los hier? Geht nicht voran. Hier sind eine Menge Tote, sehe ich. Was ist denn hier los? Wieso haben wir denn so viele Tote? Auf einmal. Das ist ja übel. Was ist hier los? Warum denn so viele Tote? Ein Verstorbener muss abtransportiert werden. Haben wir so wenig Transportmöglichkeiten? Dann müssen wir mal ganz kurz gucken. Hier, was ist denn das hier? Cemetery 1. Da haben wir doch nochmal. Hier hinten ist gar nichts. Komm, gibt es nochmal
dafür. Hier hinten ist auch so viel los. Ey, es ist Wahnsinn, was hier los ist. Ich frage mich, warum? Voll die Massensterbewelle gerade. Das ist, gefällt mir ja gerade gar nicht. 6000, komm. Gibt's da auch nochmal einen? Dass so viele gerade am Verrecken sind. Können wir hier... Ich kann mich keiner ransetzen, aber hier können wir noch mal einen ransetzen, glaube ich. So. Jetzt müsste es eigentlich besser sein. Kapazität ist da. Außer das Krematorium. Krematorium ist gerade ein bisschen problematisch. Wo ist denn das Krematorium? Wo haben wir dich denn? Da. Kostet 25.000. Können wir uns gerade alles nicht leisten. Body Collection, das ist doch hier ein Krematorium. Ach, klein und fein. So, das sollte doch eigentlich klappen, wenn wir den hier noch mit reinfriemeln. Auch dich friemeln wir hier noch irgendwie noch mit rein. Da hinten gibt es Wasserprobleme, sehe ich gerade. Nicht genügend Geld, okay. Ja, ist gerade ein bisschen tricky. So, okay. Ist gerade ein bisschen teuer alles. Oh, was ist das? Einrichtung ist voll. Die Kapazität von Mülldeponien und Friedhöfen ist begrenzt. Okay, ist voll. Jetzt schon? 3000. Kein Platz mehr, ich werde irre. Ist ja unglaublich. Ist ja der Hammer. Wir haben gerade eine massive Sterbewelle. Ist echt übel. Wirklich gerade massiv. So, wie sieht's hier aus? Wir brauchen nochmal neue Leute, glaube ich. Geben wir der Sache auch mal neue Leute. Na komm, dann gibt's hier nochmal ein paar Einwohner. Wenn sie denn da so scharf drauf sind, sollen sie das auch bekommen. Dann gibt's hier zack, zack, zack. Bam, bam, bam. Mehr gelacht, ne? Wenn wir das hier nicht hinkriegen würden, liebe Freunde. So, wie sieht's denn hier aus? Was ist denn das für eine Straße hier eigentlich? Eine normale kleine Straße. Da gehen wir mal auf die... die hier. Und gehen dann im Endeffekt auf die ganz große über. Dann wird er halt immer breiter. Mal gucken, ob das klappt, ob die das hier annehmen. Bin gespannt. Ja, dann gehen wir hier nochmal raus. Na. So, dann gehen wir dich da nochmal hin. Dann können wir hier theoretisch nochmal was hinbauen. Vielleicht nochmal irgendwie eine Statue, Sehenswürdigkeit oder irgendwie sowas. Was ist denn das hier? Ein Stadtpark könnte man natürlich noch hinbauen. Naturschutzgebiet haben wir noch. Was ist das denn hier? Vertikaler Bauernhof. Wow. Kostet 60.000. Biodom. Wow, das wäre doch mal geil. Hier könnte man nochmal richtig... richtig was rausholen. Sportspark. Ort ist bereits belegt. Kriegen wir nicht hier hin. So, komm. Das pusht die auch nochmal. Oh, da geht's aber nach oben. Aber steil nach oben.
Civic Center Plaza. Riesengroßes Apparello. Passt hier leider nicht hin. So, Civic Center Plaza. Bauen wir auch noch hin. Ach ja, warum nicht, ne? Hat auch was. Warum nicht? Wie gesagt, unsere Gebäude gehen steil nach oben. So wie ich es mir wünschen würde. Da sticht natürlich momentan hier raus, das Hospital, aber passt eigentlich ganz gut in die Architektur, wie ich finde. Müllprobleme weiterhin, aber die Verstorbenen kriegen wir gerade in den Griff. Gut. Das klappt ja. Sehr schön. So, die Verstorbenen haben wir im Griff. Ja, jetzt ist wieder ein bisschen Müllproblematik hier, aber das müsste eigentlich auch. Haben wir hier... Ja, hier haben wir wieder Ampeln. Ich hasse das mit den Ampeln, dass der so viele Ampeln setzt. Unnötigerweise teilweise. Unnötigerweise teilweise. Hm, gutes Deutsch heute wieder von mir. haben wir dich hier weg? Ne, da jetzt haben wir dich weggemacht. Gut. Hier, das bleibt. Das ist in Ordnung. Das kann auch so bleiben. Das... Der Plaza hier ist auch ganz nett. So, das nehmen wir mal weg. Dich nehmen wir auch weg. Hier ist freie Fahrt mit Marzipan. Ich mag das nicht, wenn der so 20, 30 Millionen Ampeln setzt. Das ist furchtbar. Gut, dass es das Tool gibt, was mir erlaubt, da so ein bisschen das zu ändern. So, hier ist gar nichts. Okay. Ja, okay, dreimal, ne? Ohne Worte. Ohne Worte. So, da nach wie vor riesen Nachfrage nach Wohngebiet. Ich will aber noch ein bisschen pushen. Was ist denn das hier? Eastside Gallery. Roadside. So, gibt da noch da was rein? Ich, wie gesagt, ich baue jetzt gerade extrem. Um die hier nach oben zu pushen. Passt nicht rein. Ja, ist zu groß. Peabody Hotel. Na. Das wird angenommen. Das hier ist zu groß, glaube ich. Und sind hier aus. Hier würde es noch, glaube ich, noch gehen. Ja, hier so eine Übergänge. Schaden tut es, wie gesagt, nicht, wenn man sowas hat. Skylift. Small Car Park. Das ist so eine Art Lückenfüller. Kann man eigentlich ganz gut an jeder Ecke hinbauen. Na. So. Dann haben wir den. Was ist das hier? Universität. Was ist das denn hier? 45 Grad Park. Aqua Fun Park. Kriegen wir den hier noch irgendwie hin? Nee, das, weil die Straße jetzt doof ist. Sunken Plaza, den kriegen wir hier hin. Den können wir hier noch hinbauen. Ja, das muss hier eigentlich nach oben pushen ohne Ende. Zumindest in der Theorie. Ja, der hier ist dabei. Ja. Bauen Sie mehr Wohngebiete? Ja doch, wir bauen doch schon wie die Irren. Mein Gott. Können da auch nicht mehr machen als das. Sieht ja auch geil aus mit der Mauer hier, ne? Der Art Berliner Mauer. Steht's auch Berlin. Ah, ist doch ganz cool. So.
wird es hier nochmal Verkaufsgebäude geben. Das passt hier, glaube ich, ganz gut. Und hier nochmal so ein bisschen davon. Und hier gibt es dann normale Wohngebiete. Ja, zack, zack. Da hinten bleibt frei. Das ist der Stadtpark. Hier bleibt eigentlich... Obwohl, hier können wir eigentlich noch was hinbauen. Hier oben auch hin, ne? Damit das ein bisschen dichter ist, ein bisschen urbaner. So. Insgesamt läuft es doch gar nicht mal so verkehrt. Wie ich finde. Sterbewelle haben wir überstanden, das ist in Ordnung. Die Erzbaustelle hier wird immer besser. Wie weit bist du denn? Ja, das ist doch das Haus hier, ne? Genau, Hauptgebäude. Wie viel brauchen wir denn? Ah, okay, das haben wir. Arbeiter ist das Problem. Mehr Arbeiter. Theoretisch, ja, hier, sie ist ein riesen Strom. Das ist ja, oh, Gottes Willen. Oh mein Gott. Wir wollen alle hier in die City. Hier ist ein riesen Strom. Und man einen eigentlich alle geradeaus. Wir könnten natürlich eine unterirdische Umgehungsstraße irgendwie bauen. Aber will ich das? Will ich das? Fragezeichen. Ich weiß es nicht. Okay, wir gehen jetzt von hier aus auch nochmal raus. Und gehen... Ja, fast. Wir hatten es doch fast, ne? Okay, machen wir mal so. Beziehungsweise wir gehen mal hier an der Dings noch mit lang. So. Klemmen wir dich damit ran. Wie gesagt, das ist ein krasses Wohngebiet hier. Was haben wir denn da? Modder. Kühe-Konservatorium. Das würde ich so gerne bauen, aber doch, das geht. Ich kann es bauen. Ich kann es bauen. Aber liebe Freunde, das heben wir uns für später auf. Ich bedanke mich an dieser Stelle mal fürs Zusehen. Hinterlassen Däumchen nach oben und dann sehen wir uns bald, bald wieder. Bis dahin bin ich erstmal raus. Macht's gut. Ciao, ciao. Euer Ed von edgaming.tv. Bye, bye.